Ja, guten Morgen zusammen. Neuer Tag, neues Glück. Ich hoffe, ihr seid alle putzmunter und wir können dann loslegen. Möglichkeiten für Longaufnahme wäre gegeben, aktuell bei 111 herum, beziehungsweise dann darunter aufpassen, 12.043 wäre das Anlaufziel, also hier schon einmal entweder eng handeln oder wenn jemand Unterwasseraufbau betreibt, die 12.043 mit einplanen. Shortmöglichkeiten 12.155, 12.166 und darüber heißt es dann schon wieder Vorsicht, wie gesagt. Einplanen für heute sollte man, wenn es über die gestrigen Tageshochs geht, über die 12.180, eine 12.206 bis 12.276. So, nachdem wir jetzt schon wieder ein Fraktal 5 haben, kann es seitwärts intern laufen bis 12.128 und von hier aus wieder der Versuch gestartet werden, Richtung 12.161. Das wäre die obligatorische Bull-Variante und unter 12.129 heißt schon wieder aufgepasst mit Longs. Somit Planung für die Intraday-Möglichkeiten für Longs bei mir bei 12.111, 12.077 und 12.043. SLs würde ich dann setzen plus 34 Filter, also in den 12.000er Bereich. Aber da haben wir ja dann im Moment eine 12.001 zu vermelden als Unterstützung. Somit würde ich dann setzen 11.990. So, wir fangen dann dementsprechend klein an. Bauen wir auf. Diesmal weiß ich noch nicht, da wir zwei neutrale Zonen haben, wo genau der Point sein wird. Deswegen werde ich einfach immer klein anfangen und die letzte Position dann erhöhen, sodass man wenigstens einen Fuß fasst im Ganzen. Also meine Hauptvariante ist natürlich abwärts, deswegen werde ich dann auch vorsichtig mit den Long-Ambitionen. Ich würde es eher sehen wollen, dass es nach oben läuft, dass ich dann weiter oben reinschorten kann, anstatt umgekehrt. Mal schauen, welche erste Grundtendenz wir einschlagen werden. Und so, vor dem angestrebten Ziel 12.111 liegt die Unterstützungsbereich bei 12.115. Wir kommen jetzt aus dem Intraday-Bereich an unseren Zielen Richtung 107. In der ersten Bewegung so in etwa 100, wie gesagt, 111, 107. Und von hier aus dann entweder wieder seitwärts laufend oder der Markt schlägt mal unter 107 gleich durch und Richtung 12.054. Würde ich jetzt aus dieser Bewegung aktuell formulieren, SSK BR 10 Uhr wird versuchen, 112.111 zu gelangen und der Bulle wird versuchen, über 12.160 zu kommen. Also, das sind die 10 Uhr Ambitionen, ob Bulle oder Bär, denke ich. Mal schauen, wie sich der Markt verhält bis dorthin, ob er darin bleibt, schön brav seitwärts, so wie wir es gewohnt sind. Oder doch irgendwo ein durchschlagender Erfolg auftaucht. Gestern war es ja so, vor lauter Nichts und gestern Abend. Und kommt natürlich auf schiefe Gedanken. Und was macht man da? Versucht man eben die Zeit etwas zu überbrücken. Und da habe ich dann wieder mal Zeit investiert. Und solche Grundgedanken, wo ich natürlich immer habe, wie ich die Charts beobachte, von der Time her, im Gleichlauf mit dem Bewegungssystem und etc. kommt natürlich ein gewisses Raster raus, ob das ein Time-Raster ist oder Bewegungsraster.
oder ein Zeitfenster, dann kann man sagen, wie man gestern wieder mal gut ersichtlich war. Ich meine, ich hoffe, ihr habt mit einem Auge Forum mitgelesen, eben wie so ein Verlauf eigentlich eingegrenzt werden kann anhand der Bewegungsstrukturen. Und das Raster gestern Abend hatte ja angezeigt, oder gestern Nachmittag eher war das, ne? Das Raster angezeigt, dass wir 4 Stunden eher in der Seitwärtsbewegung bleiben, also prozentual 60%, glaube ich, waren es, und 40% Short-Möglichkeiten. Und im Groben hat man die Möglichkeit der Short, waren eben 50 Punkte, aber ist es im Zeitfenster seitwärts mit 60% geblieben. Und das dann über 4 Stunden sogar, muss man sagen, über 8 Stunden mittlerweile, ne? Nachdem wir es ja wissen. Aber so in etwa, und dann weiß ich halt, hoppla, ich brauche mir jetzt nicht vor der Glotze hinzuhocken und da die Kurse zu beobachten, sondern ich aktiviere mein System. Es wird dann wahrscheinlich eh nicht so viel passieren und genieße meine Zeit. So, das sind solche Regeln, wo ich immer für mich aufbaue, anhand der Datenmengen, wo ich eben zur Verfügung habe oder für mich erstellt habe. Und dann kann ich sagen, so mit ruhigem Gewissen zu mir selber natürlich, das sieht eher danach aus, dass ich eher im Garten rumfliege und ein Auge übers Handy dann habe, aber mehr wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Und so war es dann auch, ist immer schön, wenn es dann auch so ist. Und wenn es nicht so eintrudelt, weil eine Gewaltmeldung über den Markt hereinkommt, dann, na klar, dann hat man natürlich auch andere Kurskapriolen. Aber das weiß man ja nicht. Wenn alles normal verläuft, sollte sich eine sogenannte Bewegung so fixieren können, wie ich es gestern ausgerechnet habe. Das sind natürlich im Endeffekt für viele Spielereien, aber was ich damit bezwecken wollte, ist, dass man durch gewisse Konstellationen in den Verläufen mit dem Bewegungsmuster im Raster ein gewisses Grundgerüst aufbauen kann, wie sich der Markt eben über eine gewisse Zeitdauer aufbauen kann, wenn es ruhig bleibt. Und hat ganz gut geklappt. Immer wieder interessant, dass gewisse Sachen eben eingehalten werden. Wenn natürlich der Trump getwittert hätte, wir greifen jetzt Iran an, dann wäre natürlich das alles hinfällig gewesen. Das ist ja auch klar. Ziel 12.161, den SSK, schon fast erreicht. Also kann man schon wieder diese Bewegung schon wieder als fertig hinstellen. Er wird natürlich jetzt versuchen, eins, dass wir als Trader auf den Chart schauen und sagen, oh, das geht nach oben, wo komme ich am dümmsten rein? Nein, Blödsinn. Also wo komme ich am besten rein natürlich? Und solange man jetzt natürlich wartet und wartet, dann wird natürlich wahrscheinlich eins passieren, der Markt wird nach oben brechen und irgendwann wird dann der Trader sagen, so jetzt springe ich mit rein und dann ist der Punkt erreicht, wo der Markt dreht. Deswegen müssen wir uns dann wieder weiter auffächern, das heißt, wird man noch kleinere Position nehmen, um das Risiko zu minimieren, denn wir sind ja in den neutralen Bereichen zu finden und man weiß nicht, ob wir doch noch eine 12, 1, 11 sehen, bevor es wieder steigt. Wir müssen uns aber jetzt nach der Bewegung orientieren. Wir haben eine Z1, das bedeutet, alles, was jetzt in dem Bereich 12.138 korrigiert, wäre eine Möglichkeit, um Long aufzunehmen oder danach Trendfolgen über 12.161. Nachdem wir jetzt da wiederum in eine Z1 sind, trendfolgend damit oben mitzugehen und dementsprechend aber das Risiko runterfahren, weil die Gefahr immer wieder da ist, dass Ende dieser neutralen Zonen, 3 Stück mittlerweile, jetzt mit Intraday, der Markt doch erst versucht, irgendwie 12.1, 11 zu erreichen und dann steigt, planen. So, und somit bauen wir uns jetzt zwei kleine Longs auf. Einmal dann folgend über die 12.161. Und die 12.100 und 38 werden wir uns anschauen. So, wir sind kurz davor, es sei dann eingestoppt, sehr gut. Den dritten kleinen Long werden wir auf die 46 legen, über den BG-Bereich.
Sollen wir mal schauen, was jetzt daraus passiert. Wir sind Ebbe, wir sind jetzt in der neuen Bewegung, da wir weiteres Tief gemacht haben, ne? Du musst da aufpassen, ne? Da sind wir im Fraktal 4, ne? 1, 2, 3, 4. Die Z kommt vor dem Vorgehenden hoch. Aber original ist jetzt eine 4, steht hier oben, ne? Eine Bewegung. So, wir haben jetzt aktuell hier oben erstmal ein Feldsignal sitzen. Und eine Z1. Okay. So, und was kann man jetzt darum wiederum erkennen im Endeffekt? Der SSK Bull, also 10 Uhr, 12.161 wurde angelaufen, aber vorher abgebrochen. Also die erste Variante der Bullen da oben rauszukommen, war schon mal negativ. Deswegen, wie immer, an solchen Stellen, wenn jemand Short sucht, kann er sich natürlich umschauen, um da in den Markt zu kommen. Muss man aber schnell sein oder man hat ihn fixiert. So, jetzt zeichnet sich schon wieder Struktur. Wir versuchen, seitwärts zu bleiben. Also Angriff der Bären wären jetzt die 123. Die Bullen sollten dieses vermeiden und über der 100 und ja, 30 bleiben. Dann hätten wir schon wieder das Neutrale gewurstelt. Bis in den Bereich 12.161. Nun ein Fraktal 1. Also zwei Tiefs, aber eine Kerze. Und das würde darum bedeuten, wenn jetzt die Kerze ablaufen sollte und wir bleiben unterhalb der 136, dann würde ich hier den zweiten Long runterziehen. Dann habe ich hier quasi eine doppelte Position fast auf gleicher Höhe sitzen. Und dann lasse ich nämlich den BG-Bereich aus und schaue mir das in aller Ruhe an, wie es sich dann, wenn es nach oben gehen sollte, wie es sich dort bewegt. Da habe ich immer die Möglichkeit, das L zu ziehen, falls er nicht durchkommt, dann wird die 122 doch anstreben aus Bärensicht. So, bis jetzt war so, wir haben hier das Tief, wir sind auf leicht 100, die 130 gefallen, im Tick, der Markt bewegt sich aber, wie man sieht, mit der Kerze wieder oberhalb der 130, also könnte er mal loslaufen. Aber es wird, wie gesagt, jetzt erst wieder mal so eine enge Geschichte. 146 wäre die Möglichkeit, wenn wir nicht durchkommen, geht es wieder los, das Geplänkel. So, was jetzt natürlich jetzt der Bulle bräuchte, ist natürlich A, den SSK 10 Uhr über die 161 zu bekommen und am besten das interne Long-Signal zu aktivieren bei 164. So, wir haben jetzt einen BG-Bereich erreicht, das heißt, jetzt tun wir absichern die beiden Longs. So, ziehen wir den unter den Unterstützungsbereich, nehmen wir mal ein paar Pünktchen mit, also Sneakers, so und lassen wir stehen. Somit sind wir mit unserem ersten Dreh, der ist immer der gefährlichste und interessanteste, Außenschneider-Ebbe, ne? Und jetzt da mal Gas geben, BI. So, da hat jetzt der Markt die erste Bewegung mit dem Tief bei 115, erst einmal so ein bisschen etabliert. Und jetzt geht es wieder Richtung 158, wieder mal Richtung 22 Uhr, Schlusskurs gestern. Also, wie man wiederum erkennt, schön brav im Intraday-Verhalten
So kann es wieder hier passieren, dass wir hier etwas länger seitlich sortieren oder es kommt immer Druckaufbau. Ob das jetzt da wieder machbar ist, wir haben kurz vor 10 Uhr und es geht um den SSK 161. Mal schauen, was da wieder passiert. Jetzt haben wir auch das Fake-Signal zum Schließen, also das ist die Mindestaufgabe in diesem Long. Sollten wir die Mindestaufgabe erfüllen und er nicht über den SSK 161 kommen, dann heißt es, weitmöglichst die Gewinne eben abschöpfen zu wollen, um danach wieder sich neu zu positionieren. So, und wie man sieht, ist ja schon passiert. Ausgestoppt, noch nicht mal hochgelaufen. Es ist halt seitwärts. Und das wiederum bedeutet, die zwei Longs sind ausgestoppt und dann gehen wir mit allen Aktivitäten wieder mit dabei über die 146, den alten BG-Bereich. Wieder mit, aber versuchen den dann wieder schnell möglichst runterzuziehen oder eine zweite Long wieder reinzubekommen. Und das heißt, Long würde ich dann wieder sehen wollen, wenn es wieder Richtung 131 geht, dann könnte ich hier wieder an der 136 wieder den zweiten Long, also im gleichen Abstand wieder eingehen wie vorher. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wie gesagt, wenn er 131 erreicht, dann kann man, oder dann werde ich die 137 wieder aktiv stellen. So, jetzt haben wir es erreicht. Jetzt werden wir den zweiten wieder. Diejenigen, die schon länger dabei sind im Börsenhandel, ne? Also wie gesagt, ich bin schon fast 29 Jahre jetzt dabei. War es ja so, was hat ein Trader gebraucht? A, Nerven wie Stahlseile, B, Kaffee und wenn es denn anders da ging, C, ein Joint. Aus einem einfachen Grund, mit dem Joint haben sich die Kurse besser realisieren lassen. Ach, das ist ein Minus, ach, ist das schön. Naja, kann ja nichts passieren, es kommt ja wieder. Das hat man viel besser überbrücken können, aber jetzt ist ja mit Joints nichts mehr so in dem Alter, ne? Hat man ja alles hinter sich. Nee, jetzt braucht man natürlich permanent Kaffee, um den Joint zu entgehen. Also, das Leben hat sich gewandelt, die Kurse auch, aber auch der Trader. So, also im Moment ist kein Weiterkommen. Wir haben jetzt neutrale Zonen, die wir jetzt sogar ausweiten müssen, denn der Angriff für die Bullen müsste das Long-Signal 166 sein. Damit haben wir 122 zu 166 jetzt die neutrale Zone intern. Und in diesem Seitwärtsgedüdel haben wir zwei Zonen, die attackiert werden sollten, als Minimallaufziel, die 154 Fehlsignal und das hoch kurz unter dem SSK 161. Und dann schauen wir weiter. So, BG-Bereich, den ehemaligen haben wir jetzt auch wieder mal angevisiert, mal drüber gelaufen. Es sollten natürlich die Kerze am besten natürlich über der 12.146 bleiben, dann könnte es gut ausschauen. Sollten wir jetzt dieses erste Fake-Signal schließen bei 154, dann ziehe ich diesen ersten Long SL in den Bereich Absicherung, den unteren Long lassen wir noch laufen und versuchen diesen oberen Long vielleicht etwas tiefer wieder reinzubekommen, also in den Bereich 139 haben wir uns ein bisschen versetzt. Um 8 Punkte macht wieder Sinn. Und nun haben wir das Fehlsignal Nummer 1 geschlossen. Jetzt werde ich die oberen Long absichern im Snickers-Bereich. So. Und wenn er rausfliegt, werde ich dann versuchen, in den Bereich 139 wieder zurückzukaufen. So, wenn jetzt in diesem Bereich 157 mit Widerstand zu rechnen ist, muss man davon ausgehen, dass wir eventuell, dass der, wenn er es eng macht, den SL holt, bleibt aber über der 146, dann haben wir Pech gehabt und zieht nach oben, oder er geht unter 146 und bleibt Richtung 139. Dann kommen wir wieder in den Markt. Und so, jetzt sind wir weit genug entfernt. Ich glaube, ich tue mir den zweiten Trade auch absichern. Unterhalb des Unterstützungsbereiches 138. So, erster Trade rausgeflogen wieder.
So, Michael, Spielchen, halt furchtbares Spiel mit dem Hin und Her. Ja, ich würde vorschlagen, Michael, wir haben gerade über den Hanf, also nimm dir einfach einen Joint und alles ist gut. So, was wir jetzt natürlich jetzt festhalten können, ist, wir haben versucht, uns im System zu positionieren, aber wie man sieht, die Grundtendenz dessen, was wir erreichen wollten, also den klassischen Einstopper bei 115, Markt hat davor gedreht, also mussten wir klein klein zugreifen, da die Grundpositionen nicht reingelaufen sind. Also es ist ja für Risikoerhöhungen nicht gut geeignet gewesen, da wir innerhalb der Anlaufziele nur rumeiern, auf Deutsch gesagt. Und deswegen man vorsichtig sein sollte. Aber wir haben trotzdem die Fenster genutzt, die uns als Möglichkeit geboten worden sind. Machen wir es halt klein klein, es nützt nichts, und konzentrieren uns dann wieder im Laufe des Tages darauf, die Oberseiten zu erreichen, um wieder dementsprechend in Short zu gehen. Mehr ist es ja nicht. So, aber amüsant ist es trotzdem, ne, dass er sich schön brav hier in dieser angedachten Seitwärtsbewegung aufhält. Ach, ich finde es so lustig. Naja, okay, also als Trade ist es natürlich nicht lustig, ne, aber trotzdem. Trotzdem interessant. Jetzt sollten wir jetzt wiederum die Kerze, also die tickt ja auf und zu, sollte die Kerze unterhalb von 146 hier sich einpendeln, dann gehe ich wieder über die 146 wiederum an dieser Stelle long. So, jetzt sollten die Bullen versuchen, wieder ins Zeitfenster reinzugelangen. Das heißt 12:40 Uhr, also 11:40 Uhr. Das heißt, wir haben den sogenannten Bull-Zeit, ne, Bull-Time. Sollten sie versuchen, wieder überhalb der 157 zu kommen, dann könnte es dann bullisch werden wieder. Also, und somit sieht es aus dieser Sicht seitwärts aus im Moment. Dann können wir also aus der Time herausrechnen, 11:40 Uhr, überhalb von 12.158 wäre positiv und der Angriff der Bullen könnte nach oben erfolgen. Darunter sieht es eher weiterhin seitwärts aus. Ja, jetzt geht's aber ab. Fehlsignal geschlossen, beide Fehlsignale. Druckaufbau. So, und das würde jetzt bedeuten, sollten wir die 152 anfahren, dann werde ich über die 157 einen weiteren Long aktivieren. In dieser Bewegung haben wir jetzt ein Fraktal 5. Das ist ja offiziell aus dem Tagestief heraus, da wir dann im Intraday mit dem Xetra handeln, dann offiziell sind, haben wir einen Abschluss F5 und es kann jetzt wieder ein bisschen, ja, nach unten ziehen. Wichtig ist es, dass er über die 143 bleibt. So, sollen wir über das Verlaufshoch kommen, dann heißt es Z1 im Bereich 12.181 bis 12.191 zu erwarten. Wir haben jetzt ja die 12.152 erreicht. Das können wir, wenn ich den nächsten Long aktivieren, auf die 157,3. So sollte die F1 unterhalb von der 12.151 hier rum eiern, aber über 12.141 bleiben, dann würde ich den Long bei runterziehen auf 151. So, Kurs bleibt. Also runter auf 151,5. Den Long setzen wir noch ein bisschen weiter nach oben jetzt hat den SL. Und auf die 140. So, Zielbereich fast erreicht. Mehr sollten es aber dann definitiv nicht werden. Ansonsten haben wir uns wieder sehr weit vom SSK entfernt, also 11 Uhr. Wir haben aber das Long-Signal aktiviert. Es wurde jetzt aber wieder negiert, nachdem wir unter die 152 gefallen sind. Das heißt,
Das Long-Signal hat sich jetzt erst einmal als Fehlsignal entpuppt. Und warum? Ja, weil wir in drei neutralen Zonen uns befinden und die höheren Ebenen eben Zuspruch haben, mehr Zuspruch haben wie die internen Bewegungen, das ist klar. Und deswegen können sich natürlich da auch Fehlsignale eröffnen. Und wenn man jetzt in die Time reinschaut, dann haben wir 1, 2, 3, 4, also die fünfte Kerze wird dann wieder mal relevant sein, also fährt in die fünfte Kerze. Und da soll das wie angedacht am besten über 157 gehen, dass die Bullen die Time ausloten können auf der Longseite. Darunter, wie gesagt, sieht es eher mau aus und es bleibt seitwärts mit Tendenz abwärts. Nachdem er den SSK nicht halten konnte, das Longsignal sich als Fehlsignal erst einmal entpuppt, also es sind wieder mal zwei Negativfaktoren, Bullen müssen sich am Riemen reißen. Denn aus dem Intraday-Update ist natürlich jetzt eins passiert. Wir waren jetzt im Hoch bei 167, wie man sieht 169. Intraday-Break-Level. Und von hier aus dann schon wieder direkt im fertigen Fraktal 5 wieder in die Abwärts- oder Seitwärtsbewegung wieder eingemündet. Deswegen sollte man jetzt aufpassen, Long ja, aber Risiko weiter reduzieren. Nicht, dass wir jetzt in der Schlagdistanz des Bären kommen, da wir nicht über 169 laufen. Zumindest hat uns erstmal die 140 hier etwas Unterstützung geboten, also der läuft noch im Rahmen dessen, dass er zugreifen kann, der Bulle, aber er sollte sich, wie gesagt, jetzt nochmal langsam sputen, denn wir sind auch hier im Fraktal 3. Also bei mir wird es dann so laufen, wir haben den nächsten ZR am 30.05., sollte der Markt seitwärts aufwärts gerichtet sein, mit dem Versuch auf die Jahreshochs zu gelangen, aber er bis zum ZR 30.05. darunter bleibt, wird es für mich ein Signal dafür, dass ich auf hoher Ebene, egal was ein Level das ist, in Short zu switchen. So, und der Markt, der bewegt sich wieder mal konform mit dem Zeitraffer. Und zwar, wie gesagt, hier ganz wichtig, wenn wir dann reinlaufen, was wichtig wäre, dass er sich über der 12.158 verbleibt zu dieser Time hier. Da wäre es optimal, wenn er drüber bleiben könnte und dann in eine Zeitebene reinläuft für die höheren Kurse. Dann hat er wieder Platz, um sich zu etablieren. Am besten wäre natürlich zum nächsten Time in den Bereichen dann zu finden bei 13.15 Uhr, wenn er sich dann weiterhin über der 157 bewegt oder sogar dann in den Bereich 173 kommt, dann würde der Zeitraffer weiterhin auf Bull stehen. So, meine Lieben, da wir jetzt langsam in die Time reinlaufen, würde ich sagen, den zweiten Long werde ich jetzt absichern im Snickers-Bereich. Werde ich mal drauf anlegen. Denn wenn es nach der Time ging, darf er eh nicht mehr großartig unter 156. Also ziehe ich den nochmal hoch. Versuche jetzt den oberen rauszubringen, kurz vor Mittag. Und dann sind sie alle abgesichert, dann haben wir 6 Trades und sind raus aus der Sache. So, ich werde jetzt diesen obersten Long absichern. Und somit bin ich aus dem Schneider, meine Lieben. Also wir haben alle Long Trades jetzt unter Dach und Fach. Den untersten werden wir noch ein bisschen hochziehen auf 12.151. Und ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass wir ein Urlaubsgeld verdient haben. Ne? Es ging eigentlich nur darum, wie immer, wie komme ich am dümmsten in so ein Seitwärtsgerödel, wenn es sein muss, in den Markt. Und wie kann man das steuern? Und man kann es ganz einfach wie immer nur, da wir in drei verschiedenen neutralen Zonen sind, nur über das RMM steuern. Das heißt,
Man sucht sich das Level raus, wo anzeigt, okay, eher long, da müssen die Times passen, die Break-Levels, und dann geht man in den Markt. Und wenn man weiß, dass man in drei verschiedenen neutralen Zonen arbeitet, meine Lieben, was heißt es nichts anderes? Die Chancen, die da sind, eventuell nutzen, aber das Risiko runterfahren. Wenn es nicht funktioniert, dann gibt es eben halt kleine Minussachen, und wenn es funktioniert, dann ist man dabei und hat ein kleines Plus erwirtschaftet, so dass die Unkosten gedeckt sind. Tja, was will man mehr? Mehr geht halt nicht, wenn es der Markt nicht hergibt. Immer das gleiche Spiel. Und jetzt schauen wir uns in aller Ruhe den Rest an bis Mittag. Wir sind in der Time, wenn Sie es halten können, ganz gut unterwegs. Und die 173 sollte demnach anvisiert werden, ins Dime-Leg reinzulaufen und weiter nach oben ziehen zu können. Also aus Bullensicht. Die Bären müssen natürlich dieses genau verteidigen. Das heißt, auch wenn es über die 173 geht, heißt es 181er Widerstand, haben wir den nächsten SSK liegen. Und wenn der überquert wird, dann ist die Range Richtung 273 offen. Gell, Michel? Löhneberger? Eine Kerze hat er noch Platz, also ich würde sagen, die zweite Kerze. Und wir kommen jetzt am Widerstand 178. Also ich würde sagen, aus der Time heraus, oh, läuft ganz gut. Bleibt er dabei? Ich gehe mal davon aus, dass er über 156 bleiben wird. Jetzt können wir die SLs weiter nachziehen. Jetzt gehen wir auf die 173, ziehen wir so hoch, und einmal auf die 108, ne, übers letzte Fraktal 5. Bleiben wir mal kurz darunter. So. Entweder läuft es weiter, wenn wir ausgestoppt sind, sind wir draußen. Wenn es weiterläuft, Z1 haben wir gesagt, 181 bis 191. So, das haben wir fast auch erreicht. Z1 komplett 25 Punkte. Somit in den Bereichen 291 könnte ich mir vorstellen, dass wir hier wiederum eine kleine Korrektive sehen könnten. Hauptsache, er bleibt, wie gesagt, über der Time 157 und versucht sich weiter nach oben zu schieben. Somit dann das nächste Ziel zu erreichen, die 204, die nächste Instanz. 204 geht es darüber, oder beziehungsweise nicht 204, 209 die Instanz. Und wenn es darüber gehen sollte, direkt würde ich dann sagen, die 236 als nächstes Anlaufziel. Solange wir über 157 bleiben. Somit allen weiterhin Glückwunsch. Ich hoffe, ihr konntet euch auch etwas justieren, Gedanken fassen und in den Markt eingreifen. Sechs Trades, wie gesagt, nicht die Welt, aber wir haben es versucht, das Bestmögliche aus der Bewegung mitzunehmen. So, nachdem der BG-Bereich bei 165,5 liegt, auch laut Michel, würde ich sagen, Zupflichten. Somit können wir die SLs natürlich, nachdem die jetzt da überhalb von dem BG-Bereich jetzt nachgezogen sind, müssen wir die weiter hochziehen. Und die setzen wir dann jetzt da unterhalb von 178 beide. Und wenn sie ausgeschoben werden, versuchen wir dann wieder eben in den Markt zu kommen. In der Regel dann eher, oh, wir sind schon fast an der 197. Jetzt kommen wir in den Break 1 Level rein. So, und jetzt ziehen wir zum Mittag alle Longs nach und sagen Danke. Sollen sie dann ausstoppen. Wir könnten jetzt natürlich noch mal Short an diesen Level gehen. In der Strategie wird er auch reinlaufen, also mal davon abgesehen, ja. Aber jetzt in reinen Intraday, wo wir jetzt in einer Richtung versuchen, ohne Strategie zu traden, nimmt man jetzt halt kurz vor Mittag als Danke eben die Gewinne mit und lässt Shorts nur in der strategischen Ausrichtung reinlaufen, um wieder Fahrwasser zu bekommen. Gegen die Longs zum Beispiel, ja. Also die Longs sind draußen, haben wir alles abgeschöpft, rechtzeitig zum Mittag, können wir uns gepflegt dann jetzt noch eine halbe Stunde
vielleicht über irgendwas diskutieren. Möglichkeit natürlich für einen Short hier im BG-Bereich natürlich 12.198. Kann man natürlich nach einem kleinen Short hätte sich umschauen können. Für diejenigen, die noch weiterhin aktiv sind, das Thema jetzt da für den kurzfristigen haben wir erledigt und können dann unsere Mittagspause in aller Ruhe genießen. So, wir kommen dann nochmal zum kurzen Mittagsupdate, wie immer als kurzen Überblick. Laufen wir, bleiben wir in der Time, wie gesagt, über der 12.158, wäre dann die nächste Instanz um 13.15 Uhr am besten dann wieder reinzulaufen über die 12.000 und 1.79. Also sollten wir hier eine Korrektur starten, die in der Time bleibt, ne? Also hier bis 158 würde dann der Anspruch der Bullen dann sein, bis 13.15 Uhr wieder zurückzulaufen und versuchen sich über 12.179 zu etablieren, um die Time weiterhin für sich zu beanspruchen mit den oben genannten Zielen. Erst kritisch wird's, wenn es jetzt da unter die 12.152 fällt, dann würde ich sagen, ja, bleiben wir in der zweiten neutralen Zone dann liegen und die lautet dann 12.197 hier oben, Breakbereich, bis 12.140. Das ist die Verbindung dafür. Bleibt es neutral wieder intraday mit rauf und runter gerutsche. Und dann, was macht man da? Ah, wie immer, traden ja, kleine Positionen ja und immer Eckkanten. Also Unterstützungen abwarten, zwischen denen lieber nichts machen, Kaffee trinken wie immer. Das kann ich euch nur mitgeben, so wie wir es auch immer tagtäglich machen oder auch in den Webinaren an sich. Also wir haben ja noch den BG-Bereich der Z1, das würde bedeuten, unter 179 hätten wir dann zwei Unterstützungszonen, einmal BG bei 164 plus 158, das wäre Kreuzunterstützung und ja, dann kann man sich, denke ich mal, in aller Ruhe, wenn es soweit tief runterläuft und der Meinung ist, es geht weiter nach oben, nach dem Long umschauen. So, nachdem wir jetzt die 169 aufgemacht haben, wie gesagt, haben wir die nächste Instanz 223. Da heißt es wieder aufgepasst. Wichtige Schaltstelle, die nächste, wo man wieder mit einem Abbruch rechnen kann. Aber die Range, wichtig zu wissen, egal ob man shortet oder nicht, eine 278 ist einzuplanen, nachdem 169 eröffnet worden ist. Die einzigste Möglichkeit, diese nicht anzugreifen, ist, dass er unter 12.223 bleibt. Aber angezeigt hat er schon mal, er möchte mehr. Die Frage wird lauten, schafft es auch das mehr? Wenn er sich im Time-Lag auffällt, warum nicht? Also haben wir einen gewissen Spielball. Es muss zusammen harmonieren und bleiben. Time plus Bewegung ergibt Ziel. Wenn er sich jetzt schnell bewegen würde, kurz vor Mittag, also er läuft mit einer schnellen Bewegung Richtung BG-Bereich in den 164er Bereich, dann würde ich sogar nochmal kurz vor Mittag eine Viper starten. Also Viper, sprich, läuft natürlich höher gewichtet mit einem Grundziel und es wäre dann der Versuch, Richtung der 278 zu kommen, werde ich den platzieren. Also Bestätigungsgrad 164 erreicht, Platzierung 169 Richtung 278. Wenn es zulässt, wenn nicht, dann mache ich natürlich nichts mehr über Mittag. So, wenn man sich das anschaut, wir haben jetzt hier Fraktal 4. Wir laufen jetzt da exakt diese Korrektur in der Time. Das würde jetzt bedeuten, sollte die nächste Kerze anlaufen, könnten wir tatsächlich mit dem Fraktal 5 im BG-Bereich enden
und in der Time wieder nach oben ziehen. Somit sind wir kurz vorm Mittag. Das heißt, wünsche allen Beteiligten einen gesegneten Mittag. Ich hoffe, ihr seid alle gut durchgekommen. Jeder für sich ein bisschen was Neues vielleicht gelernt für die Neueren, wie wir den Markt versuchen zu justieren. Ich hoffe, es ist interessant gewesen oder für manche vielleicht sagen, okay, das war wohl nichts, ist auch in Ordnung. Jeder hat ebenso seine Prinzipien im Alltag, jeder seine Richtlinien und die sollte man befolgen. Das, was ich mache, ist vielleicht für manchen etwas was Neueres, muss man erst greifen können. Und solange man es nicht greifen kann, ist man trotzdem vorsichtig in den Varianten, ob long oder short. Man versucht sich eben im Abgleich zu finden und hoffe vor allem, es hat wie immer etwas Spaß gemacht und würde sagen, man sieht sich, man ist nicht blind und wenn er mögt, sehen wir uns am nächsten Mittwoch wieder im freien Webby um 9 Uhr pünktlich mit Kaffee. Ansonsten einen schönen Tag, man sieht sich später im Forum. Ansonsten im nächsten Webby um 15.30 Uhr. Bedanke mich und wünsche allen Beteiligten geruhsamen Mittag. Mahlzeit.